Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Wir spielen immer noch Version 2.02, Beta-Revision 1024. Mit dabei ist wieder der Kill Bill. Yo, es geht. Oh, mit dabei ist wieder die Mary. Yo, yo, yo. Oh yeah, endlich können wir mal wieder weiterspielen. Inzwischen funktioniert es, das Spiel. Ja. Es suggeriert uns das zumindest. Ja. Und wir waren hier das letzte Mal, haben hier so coole Sachen gemacht und sind dann stehen geblieben hier oben halt, ne? Wisst ihr Bescheid. Wer es nicht weiß, der guckt sich bitte nochmal den letzten Part an, der war delicious. No. Delicious. Boah. Ich muss auch sagen, da wir jetzt ein bisschen Zwangspause hatten für dieses Spiel, ja, weil diverse Serverprobleme waren, Richtung Caldera und so. Ja. Habe ich wieder richtig Bock auf das Spiel bekommen. Das war wahrscheinlich die nötige Pause, die ich hatte, dass ich hier wieder so richtig mit Schmackes rangehen kann. Mit Schmacke. Warte mal, ich muss mal eben, ich gehe mal beiseite, ich muss mal eben leiser machen, das Spiel. Auch wenn uns nicht mehr so viel Spiel bevorsteht, hat man aber wieder Lust bekommen. Wer zaubert hier? Ja. Der kleine Chibi-Vampir, der zaubert uns kaputt. Bams. Boah, der hat mir 55 abgezogen, ey. Das ist viel für so ein Hacker-Ninja, wie ich bin. Was ist von Freegate oben? Voller Freak. Ey, der hat mich voll mit Herzen bombardiert. Das ist voll der Sailor Moon Typ, ey. Nein! Oh, 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 oh. Macht der Liebe! Ja. Liebe. Macht auf! Die Macht der Liebe verwandelt dich zurück und irgend sowas. Ja. Das sag ich auch immer, wenn ich frühst duschen gehe, ja? Ja. Dann sag ich immer, mit Macht der Kernseife verwandelt dich zurück! Ich sag... Alter, ich will jetzt hier mal die Gegner platt machen, bitte, danke. Also ich sag das immer zu meiner Freundin im Bett. Mit Kraft der Liebe, macht auf! Ah, das, jetzt macht der Spruch auch plötzlich total Sinn. Ja, ja. Die Beine natürlich. Also ich meine die Beine damit, ne? Macht auf. Hier, der mächtige Dämon, den müssen wir kaputt hauen. Mit die Wasser-Jutsu. Oh, ich habe mir noch mal eine Folge angeguckt, was wir hier gemacht haben. Wo ich dann gerade meine Jutsus bekommen habe, wo ich dann so... Ja, und Wasser-Jutsu, hast du nicht gesehen und gerochen? Boah, voll geil. Ach, das ging mir so auf den Sack am Ende. Ja, hab ich, das hat so gerochen, das Jutsu. Wir haben nämlich einen neuen Emulator mit Geruch. Ja. Genau. Der mächtige Dämon, der riecht auch mächtig halt. Mächtig. Der riecht mächtig. Ja, in Wirklichkeit ist das nämlich ein riesen Kackhaufen, ja. Du musst mal in meine Unterhose riechen, da riecht's auch mächtig. Oh, unbedingt, das möchte ich jetzt unbedingt. Oh, jetzt habe ich gerade richtig Hunger bekommen. Riecht's mächtig. Ja, irgendwas muss ja auch mal mächtig sein. Ja. Oh mein Gott. Ja, du musst mich nicht gleich Gott nennen, also. Aber ist okay, lass es durchgehen. Geht gerade so, sagst du, ja? Ja. So, was für los, ja. Komm, wir schubsen jetzt hier erstmal die Statue. Hier, Kibbel, mach mal Heil-Attack. Ja, das Heil. Gut. Heil mich und Mary! Hi. Yay! Yay! Oder? Das ist so geil, wenn alle auf einmal irgendwie heilen. Was? Wenn du alle auf einmal heilen könntest. Ich weiß nicht, ja. Ich immer, ob das geht. Stimmt. Ich hab's nie so gemacht. Nee, ich glaube, das ging nicht. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Und das geht nur eins. Nee. Voll kackjes, ja. Achso, ich muss dich auch mal heilen. Ich dachte, das hast du gerade gemacht. Warum K? Ich habe ja ziemlich gut geskillt mittlerweile, den Heil. So, jetzt gehen wir die Treppenrunde. Ja, und dann würde ich sagen, guck mal, jetzt ist hier nämlich die Stelle, wo wir uns gefragt haben, wie könnten wir hier nur weiterkommen? Ja. Oh, leck mir mal, wir hätten, oh, da hätten wir das letzte Mal nur mal 3 Meter weiterlaufen müssen, hätten wir speichern können. Okay. Tja. Aber egal, das Spiel ist jetzt gespeichert. Oh. Yeah! Hey Leute, das war's mit diesem Part. Aha, aha, aha. 5 Minuten haben wir gerade. Bis zum nächsten Mal. Kann jetzt ein Endboss kommen? Ja, jetzt könnte der Endboss kommen. Das sieht nach Endboss aus. Das ist die komische Frau. Die Bigö. Bigö! Es ist aus! Aus mit euch! Aus die Maus! Du bist in der Tat ein talentierter junger Mann. Des Mana-Schwertes würdig. Des Mana-Schwertes würdig. Des Mana-Schwertes würdig. Komisch. Es muss euch große Kraft gekostet haben, die 8 Gottesbestien zu besiegen. Mhm. Naja, es ging. Aber das ist nun bedeutungslos. Mhm. Jetzt kommt der Oberkill-Boss. Ich werde den dunklen Prinzen mit meinem Leben beschützen. Er ist alles, was ich habe. Oh, das ist aber sehr billig.
Miezekatze! Miezekatze! Oh, nur eins! Wir müssen sie schwächen! Wir müssen sie schwächen! Ja, warte, ich mach erstmal Feuer auf die Tante. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, Feuer geht gut gegen Katzen. Ja. Ja, wir haben gerade einen kleinen Lag. Schnicketippo, Abwehrschwächen. Damit wir draufkloppen können. Legging. Oh, ich glaube, wir hatten schon mal so einen coolen Lag, wo dann plötzlich alles langsam geworden ist. Ach ja, das war das gerade eine Heilung von 240? Ja. Ey, Lag, na, hat am Arsch. Okay. Wachschen die Klaue. Wie heißt die überhaupt, der Gegner? Bigel. Ach, Bigel, immer noch. Katzen mögen kein Wasser, doch, Wasser können viel. Wasser gegen Katzen? Aber seit wann macht. Also, es gibt ja so viele fiese Videos. Ja, die ich natürlich nicht gesehen habe und die ich auch allerdings auch überhaupt nicht toleriere. Guck mal, die macht einen Arsch nach oben. Ja, die will was. Ey, die hat sogar Titten, ey, guck hin. Ja, hi, leck mir am Arsch. Was geht? Was jetzt? Jetzt die leckt sich! Die leckt sich! Oh, ich will die nicht töten, die ist so süß. Ich will sie knuddeln! Ich will sie mit Wasser bespritzen. Die kleine Muschi leckt sich. Wasser auf die Katze. Ey, die kriegt ja richtig hart Schaden. Oh mein Gott. Ja, komm, ja, kein Thema, ja. Ich mache jetzt mal ein bisschen Wasser. Irgendjemand ist Game Over. Ich bin gleich zu Game Over. Ja, kein Problem, ja. Ich mache jetzt hier nämlich einen Honig. Einen Honig, genau. Ja. Ja. Nit. Krass, Alter. Voll die Katze. Nit. Eine fast voll die rote Katze, die macht jetzt Angriff hoch. Achtung, ja. Oh mein Gott. Nee, die ist Erdmond. Luna Power. Ich war vollkommen bums, die kriegt jetzt ja trotzdem mit dem Wasser voll gedachtelt, Junge. Boah, die macht ja voll Schaden auf Mary. Oh, bim, bim. Irgendwie bin ich sehr empfindlich gegen diese Katze. Ja, irgendwie. Ja. Wahrscheinlich, weil du eine Frau bist. Ja. Ja, ich die so niedlich finde. Zickenterror. Ist wie bei Scary Movie. Ah, meine Muschi spielt verrückt. Ja. Jetzt kann man sie kauen, wenn sie. Hast du die gerade geworfen? Ich hab sie erstmal flach gelegt. Guck mal, wenn die jetzt so klein ist, bekommt die bestimmt dabei Schaden. Aber die Muschi leckt sich wieder, verdammt. Boah, die hat voll 700 krass mega hardcore Schaden bekommen, ja. Was ist jetzt los? Nein, Schlangenkatze. Oh mein Gott, nein. Ein Gott anbeten. Ich krieg Angst. Könnte wehtun. Ja. Nein, also, alles safe, ja. Alles im grünen Bereich. Pass mal auf, folgende Sache. Ich gebe Mary wieder einen Honig. Kebel, und du ich heilst dich. Mal, ja, mal, genau, du killst dich einfach mal. Genau, ich mach Kill B. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich sie angreife, dann tue geh nach hinten und zauber sie. Das bringt nichts. Ich habe schon alles gezaubert, was ich zaubern konnte. Also, ich habe mit eins überlebt. Wie geil ist das denn? Down. Nee, ich war doch tot. Oh, ja, aber kein Problem. Mary, du kannst ihn jetzt beleben, dann hast du was zu tun. Ja, komm, mach mal was. Tut mir so leid. Juhu. Tu die mal Schwächen, Magie-Schwäche bei ihr reinhauen. Ja, ich hab schon, aber ich mach's jetzt noch. Naja, aber die hat's ziemlich stark. Magical Magie. Weakness. Was ist jetzt hier? Die heilt die sich hat, oder was? Nee, die geht ja, zu der Barriere. Ja, die hat zu starke Magie, ja, die muss geschwächt werden. Geistschwund, jawohl. Wir will auch mal ein bisschen zuhauen, ja? Yeah, aufs Maul. Ich glaube, wenn ich zuhaue, ja, dann macht das im Endeffekt mehr Schaden, als wenn ich die ganze Zeit nur blöd rumzauber. Oh. Die ganze Zeit auf mich gehen. Oh, guck mal. Die hat mich fast down gemacht jetzt. Durch ihre Kringelattacke. Oh, das ist mir vollkommen egal. Ich werde sie trotzdem schnitzeln. Hey. Ja, komm, ich muss mir jetzt erstmal einen Schoki reindrücken. Oh. Schlecht. Ja, ich kann sie auch heilen, theoretisch. Schoki guck mal, hier fehlen die Icons. Nein, da fehlt kein Icon. Das passt. Das blinkt. Du kannst es halt nicht einsetzen. Ja. Ah, jetzt sehe ich's. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Ja, dann heil mich mal. Ja, würde ich gerne, aber hier kommt ständig irgendein Antwort. Ja, ich lass dich jetzt machen. Hä? Irgendwas stimmt ja nicht. Ja, wenn die zaubert, kannst du dein Menü nicht öffnen. Wir sind voll schön. Ja. Kibbel, ich mach jetzt erstmal Trommelattacke, ja. Ja, mach mal Trommel, irgendwie, hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich mach erstmal auf mich, ich bin so frei. wenn der Gegner zaubert. Ja, jetzt darfst du. Jetzt mach halt mal hier. Jetzt darfst du doch. Nein, aber wenn der Gegner doch zaubert, dann kannst du das nicht aufmachen. Du hast gar nichts gemacht, du hast das aufgemacht und wieder zugemacht. Ja, ich weiß, weil ich die ganze Zeit drück und. Jetzt. Endlich!
Das ist ja Wahnsinn, ey. Unglaublich. Ich habe jetzt bestimmt 2 Minuten gewartet. Unglaublich. Das ist ja unglaublich, ey. Unglaublich. Boah. Büggy kriegt mir gerade richtig auf den Katzensack, ey. Ja. Auf den Katzensack? Geil. Der Katzensack. Da hast du die Katze im Sack gekauft, wa? Ich sag mal, wieso seid ihr alle schneller? Das gibt's doch gar nicht. Weil wir den Vorteil haben. Ahaha, nächstes Vorteil, jetzt bin ich mal schon. Vorteil. Ja, ich habe auch nicht gedrückt, deswegen. Ja, wahrscheinlich. Hast du mir mal eine Sekunde Zeit gegeben? Ja, man muss ja auch mal die anderen zum Zug lassen. Kommen. Ja. Weil Monopoly macht ja alleine auch keinen Spaß. Genau. Hast du das gesehen? Ich habe da voll den Kick gegeben jetzt. Kick, Punch, Combo. Ja. Left, right, left, right. Right, left, left, right. Up, up, down, down, hey. Left, right, B-A-B-A, start. Und was war die das? Die Macht des Mondnebels war das. Nein, das war der Konami-Code. Ach ja, stimmt, ja. Stimmt, der war natürlich, so. Jetzt wo du sagst. Nee, du hast recht, der war so, stimmt schon. Irgendwie so A, B, B, A und so. Nee, up, up, down, down, left, right, B-A-B-A. Ja, der ultimative Code. Der Code. Geh mal coden, ey. Geh mal voll abcoden, ey. Ich hab den Code noch nicht. Dann geh aus Cloud, da kannst du dir Code machen. Ja, geh mal stuhlen, geh mal abstuhlen. Ja, genau, das wundert mich, dass hier noch niemand irgendwie das aus Versehen mal falsch übersetzt hat. Den Passcode in dem Spiel übersetzt mit dem Passstuhl. Geil. Passstuhl. Passstuhl. Ja. Da steht dann nämlich auch immer der Typ. Alter, die Mieze ist ja wieder vom voll bei hart, Pokémon, ja, die steht dann immer da. Der eine Typ, der dann hier in der Mitte steht, wo du nach oben und links rechts durch so ein Passdings durchlaufen musst, durch so ein Zollding. Ja, der macht dann nämlich auch eine Code-Kontrolle. Code-Kontrolle, aha. Ja. Das siehst du bloß nicht in dem Spiel, das ist zensiert. Dann siehst du, was er gegessen hat. Weil sonst wäre das nämlich ein USK 18 spielen, das kann man nicht machen, so ein Pokémon, ja. Pokémon? Das kann man nicht riskieren, dass das vielleicht noch auf den Index kommt, ja. Ey, hallo, wer denn immer fertig mit Unglaublich wieder hier. Du musst einfach mal irgendwas machen. Guck mal, ich bin schon wieder im Menü. Ja, ne. Jetzt. Oh. Ja, ich bin ja so cool. Aber geil, oh, sagst du? Oh meine. Das ist richtig der richtige krasse, ja. Spannende Part für die Zuschauer, nehme ich mal an. Ja, ich habe hier voll den Ping wahrscheinlich, deswegen komme ich ja nicht zum Zug. Ich würde jetzt ja mal nachgucken, aber. Mach ich nicht. Nee, machst du nicht. Komm, wir machen jetzt hier den Endgegner und Platten, dann ist nämlich der Part auch schon vorbei. Boah, wir haben keinen Gegner mehr. Nein, der Gegner ist abgehauen. Nein. Was ist denn? Ja, scheint schon wieder. Das ist gleich alle down. Der geht down. Nein. Oder um es mit Wookies Worten zu sagen. Nein. Es sieht aus, als ob Mary jetzt wie mit einem Helikopter abheben will. Ich will hier weg. Ey, ist echt nett von dir, dass du sie heilst, Kimmel. Gerade so. Also dafür hast du dir mal Praline verdient, ja. Eine Praline. 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 Gibt's auch eine Zeitschrift, die heißt so. Ja, das ich habe davon gehört, dass es auch bestimmt... Ich weiß nicht. Nein, ich will nicht weiter von Praline reden. Du willst nicht weiter prallen. Die Praline. Genau, das ist nämlich der Spitzname von einer guten Freundin von mir. Das ist nämlich die Praline. Ah ja, die Praline. Ja. Echt? Die Prahl, oder? Breit, wo immer. Guck mal, meine MP sind gleich out. Out of data. Out of MP. Out of memory. Nein. Masterplan. Yeah. Ist die mal tot oder weiß nicht. Echt mal, ich frage mich ja, wir ziehen ja ständig ihr HP ab. Ja, die hat jetzt bestimmt schon 30 Milliarden HP verloren. Aber so eine Katze hat halt immer 9 Leben. Ja, 9 Leben. Jetzt habe ich gerade ein bisschen gestottert, oder? Eigentlich sagt man doch 7 Leben. Katzen haben 7 Leben. Oh nee! Was, 7 Leben? Ja, ich dachte 9. Nee, 7 oder 9? Gehen wir jetzt an. Jetzt bin ich nur. Ich bin jetzt auch. Liebe Leute, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie viele Leben hat eine Katze? Ja, schreibt sie in die Kommentare. Und lautet die Katze immer mit den Füßen auf dem Butterbrot? Kann dann mich mal jemand nicht groß machen oder wie? Ja, warte doch mal ab hier. Ich bin mitten dabei, ne? So. Du hast ja mehr Ping wie ich anscheinend. Je weniger Ping meinst du? Keine Ahnung, aber bei dir zieht's mehr, wenn du drückst. Ein besserer Ping. Nee, ich bin ja Player 1. Mary ist vermutlich Player 2. Ich bin in Deutschland jetzt mal auf 5, 6, ne, nur ich. Eigentlich tue ja mittlerweile 300 aufladen. Das ist ausgezeichnet. Boah, ey, Alter, mach doch mal die Katze down. Down.
down to the river. Oh, ich habe so viel von Katze geredet, da kommt gleich meine angeschissen, du. Die hat's gerochen. Ja. Komm, jetzt fall doch endlich tot um. Jetzt dachte ich, dass sie down ist, dabei war das wieder ein Zauber. Angriffskraft rauf, wir hatten das gemacht. Ja, das warst du, du hast hier der Angriffskraft rauf gemacht. Du cleveres Büb. Bin ich wieder, die Macht des Mondes ist mit mir. Macht auf! Ich habe früher immer verstanden, Macht des Mondnebels, wach auf, ja? Ja, ich auch. Das war immer die große Diskussion, was wird da jetzt gesagt? Ja, genau. Macht das jetzt auf oder wacht die auf? Ja, nee, macht auf. Ja, macht auf. Ja, der Mond, der macht halt auf. Ja. Warum auch immer er das macht. Aber er macht, was er macht. Macht die Beine auf. Nein. Ja, das liegt, das ist, weil die, da ist doch auf der, ey, verdammt. Das ist so eine epische Theorie. Da gibt's doch diesen Nazi-Film, wo die Nazis auf der Rückseite des Mondes leben. Und in Sailor Moon, da gibt's ja auch ein Mondkönigreich auf dem Mond. Und man sieht es nicht, also muss es auf der Rückseite des Mondes sein. Soll das ja doch bedeuten, Sailor Moon ist ein Nazi? Das sind ja wilde Theorien. Das sind absolut wilde Theorien. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist Hitler in Wirklichkeit eine Fee? Mit eine Pummelfee. Ein Pummelluft. Pummel, könntest du mich heilen, bitte? Oh ja. Ich glaube doch, diese Aktion kann ich heilen. Wahrscheinlich sterbe ich eh gleich. Ja. Dann hast du wieder frische MP. Ja, ganz fresh. Irgendwie habe ich gerade ein maximales Déjà-vu. Wir kamen ja gerade meine Katze an, ne? Mhm. Die kam von links nach rechts, ist dann nach rechts weitergelaufen und hat sich auf den Tisch nebenan gelegt. Jetzt kam gerade meine Katze. Von links nach rechts angelaufen und hat sich auch rechts neben mir auf den Tisch gelegt. Okay. Also ist gerade ein Fehler in der Matrix. Wenn ich gleich verschwinde, dann weißt du, das war der Agent. Okay, alles klar. Also entscheide dich für die richtige Pille. Rot oder blau? Ja, welchen hat eigentlich Neo genommen? Weiß noch wo. Weiß man das überhaupt? Ja. Ist das überliefert? Ja. Und der hat welche genommen? Beide gleichzeitig, wa? Da musste 2000 im Kino gewesen sein. Und dann hat man die Pille bekommen, oder was? Ja. Ehrlich? Ja. Zur Premiere? Ja. Was, so ein blaues Jellybean, oder was? Ja. Cool. Leck. Mich am Arsch. Leck, leck, lecken. Lecky, leck, leck. So weird mit dieser Katze. Ey, jetzt bin ich echt am Überlegen, ja. Wann ist denn die scheiß Katze tot? Das ist ja unmöglich. Katze, geh mach mal die tot. Katze tot. Mach die Katze tot. Ihr macht gerade nur einen Schaden. Ihr macht gerade nur einen Schaden. Ja, ich weiß. Wer macht die Katze tot? Katze tot, Katze tot. Hammer, geil. Pikanda macht die Katze tot. Kann doch auf alle drei. Echt? Ja. Oh, too late. Das ist halt Pikanda in live, ne? For real. Genau. So, Leute, wie ihr merkt, ja, wir überziehen ja schon gemächtig kräftig den Part. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Ach Quatsch. Die wollen doch bloß die Katze leiden sehen. Ja. Ja, Katze muss sterben. Stirb, du gutes Ding. Du Katze! Du Katze, ich Ninja! Guck mal hier, ich mach jetzt meinen fetten Dance-Move, ja? Dance, ich weiß gar nicht, ob es so ein Lied gibt. Wenn nicht, hab ich mir das gerade ausgedacht. Na, aber ab sofort das Copyright darauf. Falls es das Lied bereits schon gab, dann hab ich das gerade zitiert. Die Mary ist ja fast a Downer. Erstmal klatschen. Erstmal abklatschen, die Alte. Abklatschen. Was? Wo ist Mary? Unten. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich gebe mir jetzt ja erstmal auf die volle Dröhnung MP, ja? Damit man ja auch mal eine Nuss essen. Eine Nuss. Gib doch eine Nuss. Kopfnuss. Ja. Eine Headnut. Check it out now. Hätten TV. Ja, das genau. War, wie lange ging, gab's die Sendung? Ein halbes Jahr? Weiß ich nicht. Viel zu lange. Ja, es war auf jeden Fall merkwürdig lang, aber. Ey, kennst du noch die Game-Sendung, die damals im Fernsehen kam? Welche Game-Sendung? Gab's mal so eine Sendung? Oder hast du gerade von einer Gay-Sendung geredet? Nee, Game-Sendung. Die hast du ja auch geschaut. Nee, ich rede von der Game-Sendung. Dass du die natürlich kennst, die Gay-Sendung, war mir klar. Aber nee, ich meine die Game-Sendung, wo die damals, die Kinder haben sie dann genommen im Studio und haben die quasi gegeneinander... Ich bin vermondet! Und haben die quasi gegeneinander Sega-Spiele oder Nintendo-Spiele spielen lassen. Nein, kenne ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Oh ja, gab's damals, wo ich Kind war, da gab's die... Gab's das im Pay-TV oder wo? Nee, aber RTL gab's das.
RDL oder Sat1 war's. Echt jetzt? Ich kenne bloß diese Sendung, wo man Hugo über Telefontastatur spielen konnte. Das war, ja genau, das gab's auch, ja. Zur selben Zeit ungefähr, 94, 95 war das ungefähr. Krass. Und dann später konnte man dann noch Super Mario 64 über Telefontastatur spielen. Echt, das habe ich jetzt nur mitbekommen. Oder zumindest hat es den Anschein, als ob man es über Telefontastatur gespielt hat, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, wenn die klein ist, können wir alle einfach draufboxen wie blöde. Ja? Na, wirf die doch nicht weg, da wird die groß. Ja, ne? Komisch, ne? Guck mal, jetzt wird klein. Voll der Fehler eigentlich. Ja, ich mal. Eigentlich was passiert jetzt? Sie explodiert von innen. Eigentlich hätte da eine kleine Mieze werfen müssen. Chakaboom, baff. Hier ist schon wieder der Fehler. Hast du gesehen? Oh, okay, Bill, fast down. Oh, ich sterbe gleich. Ich geh weg. Nein, wir dürfen nicht sterben. Nein, wir werden auch nicht sterben. Rot, die ist rot, oder? Nee, gut, die ist nicht rot. Pass auf, ich werde sie aufhalten mit meinem imaginären Wasser des Feuers. Wasser des Feuers? Ja. Ich auch bitte Heilung. Ja, das verbrennt doch die Katzen, oder? Was redet der? Den ganzen Tag nur Bullshit. Das hat Mary gesagt. Ja, Mary hat auch eine besonders männliche Stimme. Ja. Nein, Mary hat gesagt, ja. Ach so. Ich hab dir nur zugestimmt. Das ist ja auch so. Bei mir war's nur Spaß. Ja, jetzt sie ist klein. Boxen. Oh. Box die Katze, dingelingeling. Box die Katze, nein. Warum kann die sauer, wenn die klein ist, die dumme Kackratte? Eine dumme Sau. Dumme Kacksau, tingelingeling. Dumme Kacksau, tingelingeling. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Effekt jetzt erzeugt. Jetzt bin ich schon wieder fast down. Ein Schlag von der und ich bin fast down. Irgendwas hat sie gemacht. Fast down! Ja los, jetzt muss sie doch wohl echt mal ihr fucking tucking for wrecking. Wie lange dauert denn die Scheißkatze? Ja, das ist unnötig. Ja, pass auf, Kibbel, du machst jetzt. Kannst du gucken, wie viel HP die hat irgendwo auf die Schnelle? Nein. Scheiße. Ach so, auf die Schnelle. Auf Schnelle könnte ich gucken, doch. Dann stell dich mal an den Rand, ich beschütze dich. Ne, aber das Problem ist, wir wissen ja gar nicht, wie viel wir abgezogen haben. Ja, ist egal, aber es interessiert mich einfach mal, ob die jetzt hier wirklich 1 Million HP hat. Ach Quark, hör auf. Naja, komm ey, wir haben jetzt hier schon mehrere tausend abgezogen, mehrere 10.000. Und aber ich bin der Damage-Dealer, das ist ja scheiße, wenn ich zur Seite gehe. Ja, da soll Mary gucken? Ja, Mary müsste gucken. Mary ist kein Damage-Dealer. Ja, aber dann müsst ihr mich beschützen. Ja, ist kein Problem, wenn es dann soweit ist, dann... Oh, Kibbel, ich geb dir einen Honig. Heil lieber Mary oder mich. Heil mich. Du bringst mich schon ganz durcheinander. Durcheinander? Ja, gib mir einen Bonbon oder so. Nee. Du kriegst ein dickes, fettes Honig, ja? Dickes, fettes Honig! Jo. Big, fat Honig. Guck mal, es sieht so aus, als ob die Katze nicht mehr da ist. Ja, ne? Die haben wir weggeboxt. Ja, warte mal. Die ist doch nicht mehr in Reichweite im Moment. Die haben wir aus dem Spiel geboxt. Was ist jetzt los? Wir werden verwandelt. Da ist sie doch. Ja, jetzt ist sie wieder da. Nein, wir haben sie aus dem Spiel geboxt. Pig. Alle. Jetzt kommt die Katze wieder. Mietje, Katze. Fast 41.000. Also haben wir sie gefasst. Schwäche. Ja. Wieso Feuer? Schwäche ist ja nicht Feuer. Ja eben, mit Feuer habe ich dir geheilt. Aber ich kann mal noch einen anderen Zauber mal ausprobieren, hä? Eis. Oder Erde oder Blitz. Donner-Jutsu, Donner-Jutsu, Mama! Shakalaka, Ding-Dong! Okay, das macht 200 Heilung. Du Sau, hör auf mit dem Mist! Ja, jetzt probiere ich mal hier Pupswolke aus, ja? Wir müssen also mit abziehen, bitte, ja? Bitte Leute, entschuldigt das Echo, das liegt daran, dass Mary gerade nichts sagt. Was? Mary! Ja, ich bin hier, ich kenne dich! Rede mit uns! Ja. Und tu nicht nur so. Talk to me. Am besten du nimmst deine Stimme vorher auf und tust es dann Play drücken. Dann sag ich immer wieder dasselbe. Es ist egal. Bigö ist down, Bigö ist down. Ich schnipse mit den Fingern, weil ich mich so dolle freu. Nein, mein dunkler Prinz. Du redest ständig von diesem dunklen Prinzen. Wer ist der? Wer ist dieser verdammte Dunkelprinz? Verrat es mir! Sag es doch endlich! Ja, ist dieser Pupu-Stecker. So, bitte weiter. Ja, jemand von euch muss klicken. Ich hab gedrückt, bitte. Er war der Thronfolger vom Königreich des Lichts.
Das war jetzt richtig geil, da war so eine Roboterstimme mit drin. Geflüchtet von jedermann lebte in ständiger Verzweiflung. Bis eines Tages... Was eines Tages? Man sagt doch endlich! Bis eines Tages er die Seife aufheben musste. Und dann wurde er der dunkle Alter. Prinz. Der dunkle Prinz genannt. Die Dämonen der Unterwelt unterbreiteten ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Ja, ja. Oh Mann. Das fand ich ganz witzig. War er der dunkle Prinz. Und musste für jeden Dämon der Unterwelt musste er herhalten. Okay. So ja. Weiter in der Story. Er zerstörte, na gut. Er zerstörte sein Königreich und als Gegenleistung wurde er zum Herrscher über die Dämonen. Ist aber nice, ne? Macht und Respekt. Es schien, als hätte der dunkle Prinz alles, was er jemals begehrt. Mann, das macht alles so viel Sinn mit dem, was du davor erzählt hast, Kebe. Weißt du, da kriegt dicke Penis reingeschoben und dann, er hatte Macht und Respekt. Respekt, mein Freund, was du dir da reinschieben kannst, Alter, du, der dunkle Prinz. Richtig, dicke Banane. Ja, der dunkle Prinz. Geht doch auf Kosten seiner Seele. Retteten und sein Arsch war im Arsch. Seinem Arsch war ein Flur. Oh mein Gott. Ist das episch. Ja. Okay. Doch auf Kosten seiner Seele, seiner dunklen, grausamen, egal. Geschindeten. So, deswegen blinkert sie jetzt weg, durfte ich nicht mehr als Pickhunter noch sagen, buff. Es stürzt ein, weg hier, man. Oh mein Gott. Müssen hier weg. Leute, wir müssen jetzt hier im nächsten Part, werden wir sehen, wie wir hier fliehen. Macht's gut, bis dahin und nicht schausen. Verdammt, jetzt, wir können ja gar nicht speichern. Wir müssen speichern. Es ist vollbracht. Adlers Rache ist mein. Jetzt müsste er noch rote Augen bekommen. Sching! Irgendeiner muss drücken. Ja. In Ordnung. Lasst uns gehen. Yes. Ich bin voll der Hero geworden. Mary ist als einziges hat sich verkrümelt. So, liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Zero von meiner zweiten deutschen Besatzung von den G-Trans. An die Fresse, Kibbel, ich muss jetzt hier meine fette, richtig krasse, schnelle Abmoderation machen. Leute, schaut doch vorbei bei Facebook. Lommygrace.de heißt da die Facebook-Seite, ne? Und Ende im Gelände. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Speichern. Ja, schaut mal noch vorbei auf, allen üblichen Seiten, die da so, die ich verlinkt habe in der Videobeschreibung. Schau doch mal vorbei. So, ich habe gespeichert. Sagt jetzt auch noch Tschüss oder was? Ja, tschüss, wie lange ist er? Habt ihr gar nicht. Doch. Nein. Du hängst hinterher, Pick. Yeah. Ciao.